Ja, hallo zusammen. Die, die mich kennen, wissen, ich fotografiere gerne Landschaften und das mache ich auch sehr oft oben auf dem Berg. Und bei solchen Bergtouren bin ich auf einen Wanderrucksack angewiesen, der stabil ist, leicht ist und in den ich alles reinbekomme. Ich verfüge über zwei Rucksäcke, einmal den Tamrak-Rucksack, den habe ich hier schon mal vorgestellt, aber auch diesen Lowe Pro Flipside-Rucksack. Und den möchte ich euch jetzt in dem Video vorstellen und auch sagen, warum ich nur diesen Rucksack mit hoch auf den Berg nehme. Ich fange mal beim Wesentlichen an. Meine Ansprüche bei so einer Bergwanderung sind, wenn sie jetzt über mehrere Kilometer gehen, dass der Rucksack bequem ist und dass ich alles unterbringe. Mit bequem meine ich hier, ich zeige euch mal, die Träger. Die sind gut gepolstert bei dem Flipside 450 AW. Ich glaube, da heißt Flipside Track 450 AW. Die sind also super gut gepolstert. Hat zur Folge, dass mir einfach der Rücken und die Schulter nicht wehtun nach 2-3 Stunden. Und dann habe ich auch noch andere Rucksäcke ausgetestet, die ähnlich ausgeschaut haben, auch von anderen Marken. Aber da hat mir der Beckengurt nicht gefallen, weil mir ist es auch ganz, ganz wichtig, dass dieser Beckengurt sehr breit ist und auch lang genug ist. Bei vielen Wanderrucksäcken ist dieser Beckengurt sehr, sehr kurz. Und dann sitzt der bei mir auch nicht richtig auf der Hüfte. Und das ist einfach für mich super, super wichtig. Was diesen Rucksack auch noch jetzt äußerlich auszeichnet, sind die Reißverschlüsse. Die sind, wie man es von Lowe Pro kennt, wirklich super, super gut verarbeitet. Das sind richtig grob. Die, wie soll ich sagen, laufen ruhig und haben auch hier sogar für die Handschuhe, wenn ihr das sehen könnt, so extra Schlaufen. Da kommen sich sogar echt mit dem Finger gut rein. Und dann gibt es kein Gewurschtel, weil es gibt ja nichts Blöderes, wenn man am Reißverschluss zieht und der geht nicht auf. Dieser Rucksack, kann ich auch noch sagen, ist total modular gestaltet. Man kann das Hauptfach hier nutzen für die reine Kameraausrüstung. Und oben kann man zum Beispiel einen Pulli reinstecken, Getränke reinstecken oder ich zeige euch mal, was ich so drin habe, dass ihr mal seht, was da so reinpasst. Also ich habe den jetzt einfach mal exemplarisch mal mit ein paar Getränken gefüllt, weil auch am Berg ist Trinken wichtig. Also da passt einiges rein. Aber die lege ich jetzt mal kurz beiseite. Und das Stativ hole ich jetzt auch mal hier raus, da kann ich euch den einfach besser zeigen. So, Getränke mal beiseite. War nur ein Spaß am Rande, wisst ihr ja, ne? So. Jetzt geht es vielleicht mal hier ans obere Fach. An das obere Fach kommt man auch sehr, sehr gut ran und es ist auch richtig groß. Was diesen Rucksack auch noch auszeichnet, ich kann dieses abgetrennte obere Fach hier einfach vergrößern, dass ich die komplette Fläche vom Rücken habe für Fotoequipment, wenn ich es denn brauche. Aber meistens will ich einfach so ein frisches T-Shirt oder ein Pullover oder eine Jacke da oben mit reinlegen. Deswegen behalte ich mir dieses Fach bei. Wenn man es nicht braucht, reißt man hier einfach den Klettverschluss ab und hat die komplette Fläche zur freien Fotoausrüstung zur Verfügung. Ja, also das dazu. Ich kann euch hier jetzt nochmal zeigen, hier oben habt ihr auch noch Platz für Schlüssel, Handy, was weiß ich, GPS, was ihr auch so mitnehmt. Was den Rucksack auch noch auszeichnet, was auf dem Berg super wichtig ist, ist hier so eine Regenhülle. Die ist hier oben mit eingearbeitet. Die kann man festklippen innen drin und dann kann man den Rucksack schön schützen, wenn man wirklich mal in den Regen oder ins Gewitter reinkommt. Habe ich allerdings noch nie gebraucht, aber ich bin dankbar, dass die dabei ist. Packe ich mal oben wieder rein. Ich lege hier oben meistens auch noch irgendwie meine Taschenlampe mit rein oder so kleinen Krams, Geldbeutel oder sowas, wenn ich da mal ran muss. Genau. Der Rucksack verfügt über zwei Seitentaschen. Ich habe hier noch eine Wanderkarte aus Südtirol drin. Die brauche ich jetzt auch nicht mehr. Was ich mache, ist, dass ich immer zwei Stative hier reinbaue. Hier ein kleines Stativ, mein Wanderstativ, sage ich mal, oder das Zweitstativ und hier das große Stativ. Ja, und jetzt kommen wir doch mal hier auch noch zu den Taschen an der Seite. Ich kann hier auch ganz gut ein Handy noch reinstecken oder eben auch einen Geldbeutel oder. Ich habe hier wirklich zwei Reißverschlüsse am Hüftgurt und kann die gut befüllen mit Sachen, wo ich eben schnell ran muss. Ich zeige euch mal auch, wie der sitzt.
fehlt einmal hier die Seite. Hier der Beckengurt, kann man schön festzurren. Nicht zu verwechseln mit dem Bauchweggürtel, weil da sieht man nämlich die Ranze ziemlich gut mit dem Rucksack. Ja? Tipptopp. Hier oben kann ich auch noch zumachen, wenn ich möchte. Wenn es mal ein bisschen steiler oder schneller zugeht, habe ich hier echt einen optimalen Halt. So sieht der aus. Angezogen. So, jetzt aber zum eigentlichen Teil ist die Fotoausrüstung. Was passt da rein? Und da lege ich jetzt den Rucksack am besten mal auf dem Boden, dann können wir es am besten sehen. Was habe ich da drin? Man legt den Rucksack auf den Bauch, klappt hier hoch. Dann hat man hier Platz für Speicherkarten. Ich habe hier meine Sony A7 III mit meinem Landschaftsobjektiv drin. Blasebalg. Jetzt habe ich hier einen Tamron 70 bis 180. Passt super gut rein. Hier wäre theoretisch noch Platz für ein anderes kleines Objektiv, wenn man hier noch ein, zwei von diesen Abtrennungsteilen mit reinbaut. Hier habe ich mein Filterset mit drin von Haida. Na, kennt ihr ja, ND-Filter, Polfilter, alle möglichen Filterteile sind da drin. Da habe ich nochmal einen ND-Filter zum Filmen. Das habe ich hier. Taschenlampe ist immer mit dabei und Funkfernauslöser von Audelan. Das ist so das, was hier reingeht. Dann zeige ich euch nochmal von oben nochmal das Fach. Das kann man hier schön aufmachen, wenn man es möchte. Und dann habt ihr die komplette Länge mit Fotoausrüstung zur Verfügung. Machst du mal wieder zu. Gut. Hier habe ich immer noch, keine Ahnung, Brillenputztuch, Objektivputztuch mit drin. Genau. Was auch noch ganz cool ist, hier kann ich auch noch ein trockenes T-Shirt oder sowas reinlegen. Ja? Das ist ein Riesenfach. Zur Not passt hier auch ein kleiner Laptop rein. Oder ein Tablet steht sogar da. Ach, schaut mal, was ich hier noch dabei habe. Meine Powerbank. Cool. Die passt auch mit rein. Also die Fächer, ihr seht, ich kriege hier einiges rein. Der halbe Arm steckt da drin, schaut her. Da gibt einiges noch rein. Gut für Verpflegung zum Beispiel. Was man noch hat, ist hier für Gehstöcke oder sowas nochmal Riemen. Die brauche ich aber nie. Und ich habe die Erfahrung gemacht mit anderen Rucksäcken bei einer Bergtour, die jetzt hier so ein Fach haben, um die Kamera rauszuholen, dass man da am Reißverschluss rumfummeln will. Wenn ich hier wirklich im Gehen, zack, die Kamera raushol, hätte ich echt Angst, dass ich noch andere Sachen mit rauszehre. Also macht für mich keinen Sinn. Wenn ich den Rucksack sowieso ablegen muss, um an meine Sachen zu kommen, dann nehme ich ihn, lege ihn schön auf den Bauch, zack, und komme so an meine Sachen ran. Ich hatte zuerst Bedenken, ob ich sehr, sehr schwitze, wegen diesem Mesh-Material. Weil normale Wanderrucksäcke haben ja hier so ein gespanntes Netz. Aber sobald Rucksäcke so ein gespanntes Netz haben, hat man auch gleichzeitig weniger Platz innen drin. Dieser Rucksack zeichnet sich wirklich durch die Tiefe aus. Ich kann da auch eine Kamera reinpacken mit einem Mikrofon oben drauf. Also für meine Zwecke jetzt hilft mir das auch ungemein weiter. Ansonsten ist einfach zu sagen, ich nutze den schon über ein Jahr, habe mir den Rucksack selbst gekauft, diesen Flipside Track BP 450 AW und jetzt auch nach einem Jahr, der keine Blessuren, die Schnallen sind noch wie neu, Reißverschluss funktioniert top und das ist eigentlich das Wichtigste für mich zumindest, dass der einfach haltbar ist, dass der bequem zu tragen ist, selbst wenn ich wirklich mal 10, 12 oder 15 Kilometer damit unterwegs bin. So, ich hoffe, ich habe euch ein klein bisschen neugierig gemacht, wenn ihr auf der Suche seid nach dem richtigen Rucksack für Outdoor-Bergtouren. Also der macht Spaß, ich kann ihn weiterempfehlen, ja? Und freue mich, dass ihr euch dieses Video angeschaut habt. Euer Sigi, bis bald, ich hoffe auch vom Berg.